zuerst stand das Programm vom CD und da haben wir gedacht, dass Echoes of War ganz genau passend dafür wäre, weil beide Werke sind ja in Kriegsjahren entstanden. Und die Musik der Zeit ist eine Art Nachklang dieser schrecklichen Kriegszeit. Und Weinberg hat eine grausame Geschichte hinter sich, wo er auch seine ganze Familie verloren hat, und das kann man auch sehr deutlich in seiner Musik hören.